unserer 7. Mahnwache jetzt mittlerweile hier in Braunschweig. Und ja, trotz des schlechten Wetters, letztes Mal hatten wir doppelt so hohe Temperaturen. Letztes Mal war T-Shirt schon zu viel, heute stehen wir mit Jacke und es ist regnerisch und ihr seid trotzdem da, das finde ich ganz klasse. Und auch trotzdem, dass heute WM ist, dass ihr nicht da drüben irgendwo sitzt und mitschreit, sondern hier auf dieser Seite seid und wieder dabei seid. Da möchte ich euch erstmal recht herzlich begrüßen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, so die letzte Woche. Für mich, ich hatte wieder das Gefühl, dass die ganzen Dinge, die passieren, sich wieder überschlagen, wie verrückt. Ich habe mal nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die mir vorhin so ganz kurz eingefallen sind. Da habe ich solche Sachen gelesen, wie Rente mit 76, ich habe jetzt nicht versprochen, mit 76 ist jetzt mittlerweile schon in der Diskussion. Die Einwohnermeldeämter dürfen also jetzt unsere Daten verkaufen, ganz legal, wir können auch keinen Widerspruch mehr einlegen. Hunderttausende Haushalte in Deutschland ohne Strom, aber nicht, weil es keinen Strom gibt, sondern weil sie es nicht mehr zahlen können. Ukraine bekommt ab heute kein Gas mehr, nur noch gegen Vorkasse. Also ich denke mal, der Winter, der wird hart für viele. Aber dann waren auch noch solche Nachrichten wie verbotene Streu- und Brandbomben in der Ostukraine. Die russische Botschaft wurde angegriffen. Die Ausschreitungen zur WM laufen auf vollen Touren. Dann habe ich eine Forderung von Gauck gehört zu mehr Militäreinsätze für den Frieden. Ich frage mich, wir haben 60 Jahre lang Frieden gehabt ohne Militäreinsätze von Deutschland und jetzt plötzlich geht es nur noch mit Militäreinsätzen. Der Iran will den Irak unterstützen, hört sich ja erstmal gut an, aber was kann daraus noch alles resultieren? Das Pentagon bereitet sich auf weltweite Unruhen vor. Und dann vorhin, bevor ich das Haus verlassen habe, habe ich noch eine kurze Nachricht gesehen, vorgestern Abend oder Nacht, Artillerieangriffe auf Entbindungsstationen in der Ukraine. Also Leute, wie pervers geht das hier alles noch? Und was ich auch noch gelesen habe, so in aller Kürze, 1700 irakische Studenten wurden hingerichtet von den Terroristen da drüben. Mal eben aus der Uni raus und hingerichtet. 1700 Studenten. Und dann, der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon im Internet gelesen, gestern war ja eine Friedensdemo in Leipzig. Ja, das Auto von Lars Meerholz stand dann plötzlich in Brand. Leute, was ist los? Wo sind denn die ganzen Leute hier aus Braunschweig, Wolfsburg, Gifhorn? Ich meine, außer jetzt hier beim Public Viewing. Ich meine, okay, einige Leute schlafen, stecken lieber den Kopf in den Sand, die wollen gar nicht wissen, was hier so um uns herum abgeht. Aber wo sind die ganzen anderen? Ich meine, es gibt ja genug, die doch schon irgendwo sich Gedanken machen. Weil eine Frage, wer ist denn heute zum ersten Mal hier auf der Mahnwache? Möchtest du mal sehen? Okay. Ich habe gestern auch einfach mal, ja, erstmal Applaus, ja, für die Neuen hier unter uns. Ich habe auch gestern einfach mal ein paar Leute aus Braunschweig über Facebook mal angeschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, es war keine einzige negative Reaktion, die es nicht gefallen hat. Die haben es vielleicht einfach, ja, ignoriert. Aber ich hatte etliche positive Reaktionen. Oh, endlich in Braunschweig. Wie gesagt, wir machen das jetzt schon die 7. Woche. Das heißt, es gibt ganz viele, die noch gar nicht darüber Bescheid wissen. Leute, wir müssen viel mehr Leute ansprechen. Und okay, die es nicht wissen wollen, gut, dann wollen sie es halt nicht wissen. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen da draußen, die es schon interessiert, die bloß einfach nicht wissen, dass wir hier jeden Montag ab 18 Uhr stehen. Und ich möchte einfach, dass ihr euch alle für euch selbst einfach verpflichtet, nächste Woche mindestens eine weitere Person mitzubringen. Eine Person noch mitzubringen. Wer bringt einen mit nächste Woche noch zusätzlich? Kann ich das mal sehen? Nein, die Politiker bringen auch keinen hier hin. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, die Luft wird einfach dünner und bei den ganzen Geschehnissen, die passieren. Und wie gesagt, es wird einfach immer schneller.
und immer heftiger, was so um uns herum abgeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur der Fokus ist, dass man jetzt mal drauf achtet. Ich achte da schon sehr lange drauf. Und ich habe so das Gefühl, wir haben nicht 5 vor 12, wir haben 12 Uhr. Und wenn wir jetzt nicht wach werden, dann weiß ich nicht, wann wir wach werden sollen. Es fällt mir gerade jetzt ein, so ein Spruch, wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Und Leute, wir sind auf dem besten Weg, genau in diese Richtung. Natürlich müssen wir bedacht handeln. Gewalt darf natürlich nie für uns irgendeine Option sein. Und wir müssen halt auch sehen, dass wir uns ruhig verhalten, wenn wir aufstehen. Denn Chaos ist das, was wir nicht gebrauchen können. Und Chaos ist genau das, was einige Menschen sehr gerne hätten, dass wir hier alle in Chaos ausbrechen. Und ich meine, es wird sehr, sehr viel dafür getan. Weil im Chaos kann man dann neue Strukturen setzen und der Mensch interessiert es in dem Moment nicht. Und überall sind ja auch schon bereits diese Unruhen, egal wo man hinschaut. Und wir müssen als Weltgemeinschaft zusammenhalten. Weil es ist kein Phänomen irgendwo, sondern wenn man sich das anschaut, Ukraine, Brasilien, Irak, Ägypten, Palästina, Türkei, egal wo man hinschaut, man sieht Zerstörung, Krieg und Tod unschuldiger Menschen. Die Elite zündet momentan an unserem Planeten. Und ja, was ist das Thema der meisten Menschen? Heute, die nächsten Wochen? Fußball. Jetzt fehlt für die Umstrukturierung unserer schönen Welt nur noch der dritte Weltkrieg. Aber wie man ja auch merken kann in den ganzen Berichten, wird ja auch da schon kräftig dran geschraubt und gearbeitet. Und auch wenn Putin, den möchte ich nicht in den Himmel heben, ich sage auch nicht, dass er ein Heiliger ist, ich sage auch nicht, dass es irgendwie ein total Guter ist, aber ich glaube, wir können im Moment alle froh sein, dass er zurzeit zumindest noch so besonnen reagiert, agiert oder eben halt nicht mit Kurzschlusshandlungen anfängt, jetzt wie im Wilden Westen um sich zu schießen. Aber die Frage ist, wie lange noch? Wenn man sieht, dass da Ukrainer, die Ostukrainer, und das sind fast alles russisch oder sehr viele russischstämmische Bürger, wenn die also mit Streubomben, wenn die mit Phosphorbomben dort bombardiert werden, wenn da Krankenhäuser bombardiert werden bzw. angegriffen werden, wie lange soll er da noch, oder wie lange soll da Russland noch stillhalten? So, und jetzt wird Russland eigentlich noch direkt angegriffen, indem nämlich deren Botschaft angegriffen wird. Und mal eine Frage an alle, die da draußen, nicht die hier sitzen, sondern die vielleicht da drüben sitzen, die zu Hause sitzen, die vielleicht irgendwann mal das Video sehen, aber sich noch nicht getraut haben, mal auf eine Mahnwache zu gehen. Was wollt ihr euren Kindern und Enkelkindern eines Tages erzählen? Dass ihr von nichts gewusst habt? Ich glaube, das lässt sich nachweisen, dass das nicht sein kann. Was wollt ihr denen erzählen? Fußball und WM war wichtiger? Die WM tobt und Millionen von Brasilianern sind auf der Straße. In der Ukraine setzt die Regierung gegen das eigene Volk Phosphorbomben ein. Überall spielt das Wetter verrückt. Wie schon gesagt, letzte Woche doppelt so hohe Temperaturen wie heute. TTIP wird, denke ich mal, in aller Kürze, vielleicht auch im Rahmen vom Fußballfieber, in den Hinterzimmern durchgeboxt. Und wir sollen alle wie die alten Römer mit Brot und Spiele schön ruhig gehalten werden. So, die Frage ist, auf wessen Kosten? 170.000 Menschen in Brasilien wurden zwangsumgesiedelt. An allen 12 Spielorten der WM werden in den 4 Wochen 57.000 Soldaten eingesetzt und über 100.000 Polizisten. Davon ab kostet das Ganze dem brasilianischen Volk auch noch rund 630 Millionen Euro. Die Menschen in Brasilien, die brauchen Häuser, die brauchen Bildung, die brauchen Krankenversorgung. Dafür ist kein Geld da.
Aber 11 Milliarden Euro, um zu zeigen, wie toll sie sind, wie toll doch Brasilien ist und wie schön sie da Stadien bauen können, dafür ist das Geld da, aber nicht für den Menschen. Und was haben die Brasilianer davon? Nichts. Gut, eine Branche boomt, das ist die Kinderprostitution. Aber was richten wir da an? Denn wir, da, alle, die das Ganze jetzt hier auch am Leben halten, wir alle haben damit eine Mitschuld. Diese armen Kinder und Menschen da drüben. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von dem brasilianischen Demonstranten, der schon von mehreren Polizisten fixiert wurde und dem so in 10 cm Abstand, ich weiß nicht was, Pfeffergas, Pfefferspray oder Kampfgas oder was auch immer in die Augen gesprüht wurden, in beide Augen. Ich saß mit 2 Partnern in so einem Sportcafé, wir hatten uns da getroffen, beschäftigt ein bisschen was zu besprechen. Und da war gerade Eröffnungstag von der WM und das habe ich im Fernsehen gesehen, beziehungsweise da in dem Bildschirm gesehen und habe da, ich traue meinen Augen nicht. Was für eine Wut, was für eine Verzweiflung müssen auch diese Polizisten haben, so etwas zu tun. Der Mensch war schon fixiert, egal was er vorher vielleicht getan haben mag. Aber so aus 10 cm Entfernung ihm da irgendwelchen Pfefferspray in die Augen zu sprühen, was geht eigentlich hier ab? Und die FIFA, die kapert ein ganzes Land, nur um selbst Milliarden, und das auch noch steuerfrei, an Gewinne einzufahren. Selbst Menschenleben spielen mittlerweile keine Rolle mehr. Und so viele Menschen interessiert es nicht, und das ist das Traurige. Wir schreien halt nur Bier her und Tor, Tor, Tor. Werdet wach, werdet endlich wach. Mir was anderes überlegen mit den Blättern und dem Wind. Aber eins dürfen wir bei dem Ganzen immer nicht vergessen. Hinzugucken. Mal in den Spiegel zu gucken. Weil wir sind damit dran schuld. Weil wir haben dieses Spiel viel zu lange mitgemacht. Fußball auf Kosten von Menschenleben. Das, was jetzt momentan gerade so ganz groß abläuft mit der WM. Aber auch die neuesten Smartphones, da arbeiten Kinder dran, gesundheitsgefährdend. Und das Härteste ist ja jetzt, geh zu Vodafone, ich will jetzt keine Werbung machen, und du kriegst jedes Jahr ein neues Smartphone. Brauchen wir jedes Jahr ein neues Smartphone? Mal ehrlich. Und wenn, dann soll es vernünftig verarbeitet werden, dann müssen wir vernünftig den Preis dafür bezahlen und nicht, dass die Kinder sich da totschuften und wir da ein billiges Handy jedes Jahr kriegen. Aber wie gesagt, nie vergessen, wir sind da selber dran schuld, wir haben es so weit kommen lassen. Und wir müssen öfters mal in den Spiegel schauen. Ich habe nichts gegen Wohlstand, ja warum auch nicht, aber nicht auf Kosten anderer Menschen. Spaß ist ja auch in Ordnung, warum nicht, aber auch nicht auf Kosten anderer Menschen. Ich habe nichts gegen Fußball, ich habe nichts dagegen, dass die Menschen sich da freuen. Ganz sicherlich nicht. Aber müssen dafür Milliarden ausgegeben werden? Müssen dafür Menschen vertrieben werden aus ihrem Heimatort, aus ihrem Haus? Müssen dafür Kinder und Tiere sterben? Auch wenn die Deutschen vielleicht Weltmeister werden. Für mich sind sie keine Weltmeister. Für mich wären sie Weltmeister geworden am ersten Tag der Eröffnung. Wenn diese Millionäre, denen es nicht wehgetan hätte, selbst wenn sie da vielleicht noch einen Strafzoll bezahlt hätten, wenn sie sich hingestellt hätten, und hätten einfach mal aufgeklärt, was dort passiert ist im Vorfeld. Und das wissen die auch. Die lassen sich ja da zum Teil, ich kenne die Namen nicht, weil ich selber nicht so ein Fußballfreak bin, aber die lassen sich zum Teil selber mit Polizisten, mit schwer bewaffneten Polizisten dort abbilden, um ich weiß nicht was zu zeigen, keine Ahnung. Aber wenn sie da aufgestanden wären und hätten da mal interveniert und hätten da selbst mal boykottiert, ich glaube, dann wären sie Weltmeister, aber wirkliche Weltmeister geworden. Aber so nicht. Lass uns endlich bewusster leben, aufstehen, jeden Montag hier sein und lass uns vor allen Dingen auch neue Menschen mit hier hinbringen. Und auch wenn ihr Bekannte habt, gebt denen die Liste, die grassiert ja
bei uns auf den Seiten, auf Facebook und so weiter. Mittlerweile sind wir ja in 114 Städten. Auf dem Flyer ist auch eine Internetadresse drauf. 114 Städte, die heute auf der Straße stehen, trotz WM. Und lasst uns hier stehen für Friede, Freiheit, Gerechtigkeit. Das war es jetzt fürs Erste. Dankeschön.